Ja, wir sind, der Obi und ich sind wir stolz drauf, dass wir das seit so langer Zeit machen dürfen. Es ist natürlich so ein Unternehmerleben nie eine Einbahnstraße, möchte ich jetzt einmal sagen. Also wir haben auch Täler durchschritten, aber wir sind seit langer Zeit erfolgreich am Landshuter Markt tätig. Das freut uns. Und nicht umsonst sind wir zum vierten Mal hintereinander beim Landshuter Kundenspiegel Branchensieger geworden. Das ist bemerkenswert. Das ist ein großes Lob für unsere Mitarbeiter vor allen Dingen. Ja, eben auch 40 Jahre, das ist in der Branche schon einzigartig. Aber es ist immer weniger so, dass die Unternehmer die Clubs führen, sondern immer mehr Ketten kommen, immer mehr Investoren. Und da sind wir so als kleine Landshuter Lichtl schon stolz drauf, dass wir da noch dagegenhalten können. Ja, Erfolgsfaktoren sind sicherlich, ja, wie schon genannt, die Mitarbeiter auf alle Fälle. Aber dann sicherlich, denke ich, auch die lange Zusammenarbeit und gute Zusammenarbeit mit meinem Geschäftspartner Uwe Eibl. Das begann mit der Freundschaft und ist nach wie vor eine. Und das ist bemerkenswert, nach über 30 Jahren Geschäftspartnerschaft. Wir diskutieren, das Erfolgsgeheimnis ist sicherlich das, dass wir nicht blindes, aber unbedingtes Vertrauen in den Geschäftsbereich des anderen haben, die wir strikt getrennt halten. Wir waren so die Ersten, die mit Squash in Deutschland angefangen haben, haben dann ziemlich bald mit Tennis angefangen. Wir waren die ersten fünf, die mit Indoor-Cycling angefangen haben, damals Spinning, Powerplay, die ganzen Geschichten, alles was da irgendwo gekommen ist, haben wir geprüft, haben uns fortgebildet und haben es dann richtig implementiert. So wie jetzt letztes auch Functional Training, wollte man nicht nur so eine Ecke machen, sondern einen eigenen Functional Training Club jetzt da eröffnen, ein Club-in-Club-System, solche Geschichten, das macht einfach Spaß. Und wenn man da am Zahn der Zeit ist und das mit den Mitarbeitern, mit einem motivierten Team umsetzen kann und wenn es dann auch noch angenommen wird, dann hat er ja, Freude an das natürlich. Danke Fit Plus, weil ich bin ein Spinning-Fan gewesen und vorher war nicht so. Und auch Krafttraining mache ich auch sehr viel, Functional-Bereich. Also ich verbringe sehr viel Zeit hier, und weil ich sehr gerne mag und ich fühle mich sehr wohl hier. Also ich habe früher mal große Rückenprobleme gehabt, die habe ich jetzt nicht mehr. Und zweitens die Kondition. Also ich habe sehr viel an Kondition erarbeitet. Habe viele Bergtouren mit meiner Frau dadurch machen können. Das ist also was für mich persönlich und für meine Frau sehr wichtig war. Also ich bin hierher gekommen und habe wirklich Rückenschmerzen gehabt und mir ging es wirklich nicht sehr gut. Habe auch sehr langsam angefangen und war hinterher auch immer wieder ganz schön fertig. Aber jetzt muss ich sagen, kann ich gar nicht mehr ohne. Ich möchte es einfach, weil ich mich wirklich wesentlich besser fühle. Gesund und mache also auch sonst noch ein bisschen was. Also ohne Fitbus kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Ja, wir wünschen uns auf alle Fälle, dass wir weiterhin da so ein glückliches Händchen haben und unsere Mitglieder zufriedenstellen dürfen können mit dem, was wir so anbieten. Ist natürlich klar, dass man immer Dinge auch wieder ausprobiert, die dann auch nicht so funktionieren. Das gehört dazu. Wer keine Fehler macht, entwickelt sich nicht weiter. Und, aber im Großen und Ganzen hat das immer geklappt. Und wie gesagt, wir haben ja da unheimlich begeistert, nach wie vor, vor allem voll motiviert. Und es bringt auch das Team schon mit. Wir haben junge, motivierte, frische Leute und Routiniers. Und die Mischung macht es eigentlich da ganz gut, dass wir überall Input haben und uns somit auch gut weiterentwickeln können.